Wir sehen hier ein paar Bilder. Wer nicht nur in Berlin wohnt, aber insgesamt hier im Norden Deutschlands und im Osten, der stellt fest, seit 10 Tagen eigentlich ist der Himmel komplett verhangen. Es gibt so gut wie keine Sonne, sieht man auch an den zuständigen Agenturen und den Daten, die es gibt, die genau schauen, wie viel Solarenergie wird aktuell eigentlich produziert. Gleiche Problem beim Wind. Wir haben sehr, sehr windstille Tage, mal weht er ein bisschen mehr, mal gar nicht. Summa summarum müssen wir feststellen, dass wir zum Teil mehr als 80% des Stroms aus Kohle aktuell erzeugen, aus Gas und aus Kernkraft. Und das nun schon seit 10 Tagen. Das wirft die Frage auf, wie soll das eigentlich werden in einigen Jahren, wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet sind und auch die Kohlekraftwerke abgeschaltet sind? Wo bekommen wir eigentlich dann einen Großteil des Stroms produziert in einer ganz normalen Winterwetterlage, wie wir sie aktuell haben? Dunkelflaute ist das Stichwort.